Heute gibt es sehr fruchtige Aprikosenmarmelade. Egal ob mit Fruchtstückchen oder fein püriert, diese Marmelade ist ein Genuss. Für mich persönlich das Beste, was die Aprikosensaison bietet. Hier rechts auf dem Bild siehst du eine Variante mit Geliermittel und links auf dem Bild eine Variante ohne Geliermittel, die ich dir jetzt auch zeigen werde. Beides funktioniert wirklich sehr gut. Die Aprikosen gebe ich zuerst in kaltes Essigwasser. Nur für ein paar Minuten und danach wasche ich sie gründlich ab. Wir benötigen für dieses Rezept auch nichts weiteres außer Aprikosen, Zucker und Zitronensaft. Die genauen Mengenangaben schreibe ich dir natürlich wie immer unten in die Infobox. Die Aprikosen viertel oder halbiere ich je nach Größe der Frucht. Nach dem Entsteinen hatte ich hier genau 3 Kilo Aprikosen. Dafür habe ich den Saft von 2 großen Zitronen verwendet. Die Zitrone gleicht nicht nur den süßen Geschmack aus und hilft auch beim Gelieren, sondern sie hilft auch dabei, die tolle Farbe der Früchte zu behalten. Gleich am Ende des Videos zeige ich dir auch noch den Unterschied, wie es ausschaut, wenn man keine Zitrone reingibt. Alles gut miteinander vermengen und dann gebe ich genau 1 Kilo Zucker hinzu. Diesen rühre ich ebenfalls gut unter, so dass alle Früchte mit dem Zucker benetzt sind. Dann bin ich nämlich schon mal fürs Erste fertig. Ich mache den Deckel drauf und lasse das Ganze jetzt einfach ein paar Stunden stehen, bevor ich die Marmelade koche. 3-4 Stunden stehen lassen genügt auch schon. Die Früchte geben ihren Saft ab und so geliert das Ganze am Ende auch besser. Wenn du aber lieber Gelierzucker oder Gelierhefe verwenden möchtest, ist dieser Schritt überhaupt nicht notwendig. Da genügt es, den Zucker mit den Früchten gut zu vermengen und dann kann die Marmelade auch schon aufgekocht werden. Ich lasse die Aprikosen erst einmal bei hoher Temperatur aufkochen und dann habe ich sie bei niedriger Temperatur insgesamt 1,5 Stunden köcheln lassen. Dann habe ich auch noch eine Gelierprobe gemacht, sicher ist sicher, also einfach ein bisschen von der Marmelade auf ein kleines Tellerchen geben, für 2-3 Minuten ins Gefrierfach stellen und wenn das Ganze dann fester wird, ist die Marmelade bereit, um in die Gläser abgefüllt zu werden. Ich wollte das Ganze auch lange haltbar machen, deswegen hatte ich meine Gläser ausgekocht. Die Schraubdeckel, die ich verwendet habe, sind neu gewesen, diese habe ich gewaschen und ebenfalls mit kochend heißem Wasser einmal sterilisiert. Die Marmelade fülle ich kochend heiß in die Gläser. Das Ganze verschließe ich dann mit den Schraubdeckeln ganz fest zu und lasse es einfach so abkühlen. Früher habe ich die Gläser auch noch umgedreht, also auf den Kopf gestellt. Jetzt mache ich es nicht. Ich habe gemerkt, es funktioniert auch so. Und jetzt werde ich immerhin in den Kommentaren nicht mehr bombardiert, warum ich denn die Gläser auf den Kopf stelle. Wobei ich nie verstanden habe, warum es manche Leute so aufregt, denn beide Methoden funktionieren und jeder sollte das so machen, wie es ihm am liebsten ist. So, ich habe jetzt die Hälfte von meiner Marmelade abkühlen lassen. Das Ganze püriere ich im Mixer. Zu dieser Alternative gebe ich auf jeden Fall noch etwas Gelierhefe, also so ein 2-in-1 Pulver. Bei der Samtvariante ist es auf jeden Fall wichtig, dass das Ganze noch etwas fester wird. Mit der Gelierhefe zusammen wird das Ganze dann nochmal aufgekocht. Hier siehst du übrigens meine allererste Maulbeerenmarmelade. Hergestellt aus den Früchten vom Garten, frisch gepflückt und der erste Versuch ist auch recht gut geworden, wie ich finde. Und die Aprikosenmarmelade köchelte noch ungefähr 4-5 Minuten. Dabei immer wieder umrühren, denn diese pürierte Variante kann auch mal ganz schnell anbrennen, ist mir auch schon passiert. Hier siehst du dann das Endergebnis. Die Farbe ist wirklich sehr toll geworden. Auf der rechten Seite siehst du die Variante ohne Zitronensaft. Die hatte ich am 22. Mai hergestellt und habe dann die Zitrone komplett vergessen. Es wird einfach etwas dunkler. Dafür hatte ich hier aber etwas mehr Gelierhefe drin. Das ist eine richtig feste, streichzarte Masse geworden. Ich schreibe dir die Mengenangaben für beide Varianten in die Infobox rein. Ich hoffe, jetzt in der Aprikosensaison probierst du dieses leckere Rezept mal aus und genießt diese fruchtige Marmelade auf deinem Brot oder einfach mit etwas Joghurt oder Quark zusammen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere leckere Rezeptvideos. Bleib munter und gesund und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!